So, ich habe mich entschieden. Also klar, wir könnten jetzt eigentlich abspeichern und nachgucken, neu laden und so alles einmal durchgehen, aber das mag ich nicht. Also kommt jetzt hier der Schlüssel rein. Denn wir brauchen weder das Plattenset noch das Schwert und die Bomben. Also gucken wir, was hier drin ist. Ganz viele Kräuter. Und ein paar Flaschen, das ist auch schon mal gut. Das kann er sogar alles so tragen. Kräuter, 1, 2, 3. Zu ihm. 1, 2, 3. Zu ihm. Und die Säcke nehmen wir mal so mit. Ja, leider keine Metallschlüssel. Das heißt, wir müssen uns oben anderweitig umgucken. Oder einfach weiter kombinieren. Wir haben hier noch ein paar Gegenstände, die brauchbar zu sein scheinen. Auch wenn nicht drunter stand, dass sie explizit für uns wichtig sind. Aber ein Versuch ist es wert. So, dazu müssen wir erstmal hier raus. Links rum. Darum. Und da können wir auch gleich mal gucken, die beiden Gegenstände, die wir reingesteckt haben, kann man ja auch wieder rausholen. Ob man da genau sehen kann, dass wir die wirklich brauchten. Und was war hier? Oh, ein Einsturz. Ha. Aber dahinter scheint was zu sein. Das heißt, hier muss es irgendwo weitergehen. Na, wir haben eine Beleuchtung, also können wir nicht sehen, ob hier irgendwo was durchschimmert. Ja, das ist ärgerlich. Aber wir können die Wände hier mal abgucken. Auch wenn ich nicht weiß, wonach ich genau suchen soll. Denn wir kennen den Secret-Knopf aus diesem Texturenpaket noch gar nicht. Also ich... Bestimmt irgend so ein Zahnrad oder so, was man drücken muss. Und gibt es hier überall Zahnräder. Und nichts lässt sich drücken. Noch ein Knopf. Also den haben wir schon markiert, ne? Ja. Der macht was auf. Ne, der macht was zu. Der macht den Raum hier auf. Okay, dann können wir bei dem Knopf da schon mal hinschreiben. Knopf für Raum rechts. Dann wissen wir wenigstens, dass der schon mal was Direktes macht. Nämlich da lang das auf. So, wo wir nichts wissen, ist der da. Und der da. Ich wüsste nicht... Okay, wir können oben rumrätseln. Ja, lass das machen. Sonst hätte ich jetzt hier unten die beiden Knöpfe noch ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Also hätte die einfach gedrückt, ein bisschen in die Gegend rumgelaufen, geguckt, was passiert. Nochmal gedrückt, nochmal rumgelaufen, so nach dem Motto. Aber da knobel ich lieber ein bisschen länger an der Maschine rum. So, hier haben wir ein Bladed Gear. We need it. Also wir brauchen das ganz am Ende. Okay. Wir brauchen auch was zu essen. Wo haben wir noch was reingesteckt? Hier nicht. Hier ja, das war ein Steel Gear. Und da steht nur a small gear. Da steht nicht, dass es nicht funktioniert. Oder dass wir es unbedingt brauchen. Das heißt, wir sammeln den Müll jetzt wieder ein. Ein bisschen die ganzen nutzlosen Sachen. Oh, er kann sich gar nicht mehr bewegen. Essen? Noch jemand Hunger? So, jetzt sind wir nur verlangsamt. Also hier war noch gar nichts drin. Also gar nichts irgendwo kombiniert. Aber ich glaube, hier hatten wir schmale. Ah! Oh oh. Oh oh. Das war's schon. Du Idiot. Du wirst nur so lange leben, um mich freizulassen. Die einzige Freiheit, die du haben wirst, ist der Tod. Hallo Würfel. Ich werde niemals wieder sterben. Okay.
Das ist also der Endgegner. Ein großer Würfel, der nichts macht, außer hinter sehr zu... Oh, den Gegner zu spawnen. Und nur nochmal den Hassgegner schlechthin. Einmal Feuerelementar und einmal diese doofen fliegenden Spinnen. So, erstmal bringen wir den kleinen Kram um. Na, oder werden vom kleinen Kram umgebracht. Es werden irgendwie immer mehr, oder kommt mir das nur so vor? Oh. Das sah schmerzhaft aus. Okay, wir sind wieder in der Schatzkammer. Das heißt, wir entscheiden uns jetzt doch mal um und nehmen den goldenen Schlüssel für die Bomben. Was haben wir hier? Oh, eine Feuerklinge. Stimmt, die können wir auch benutzen. Wo ist die andere? Da ist die andere. So, was haben wir noch? Feuerbombe, Blitzbombe. Ah, schade, Feuerbombe. Dann benutzen unsere Krieger in diesem Kampf keine Waffen. Denn sie machen eh keinen Schaden, sondern sie benutzen, tada, Bomben und Schwerter. Die Fackel kann weg. Wir dürfen auf keinen Fall überladen sein für diesen Kampf. Das heißt, das wird gegessen, das wird gegessen, Schild wird an ihn gegeben. Die Axt ist zwar schön, auch wenn sie ein Hammer ist, aber die lassen wir hier. So, keine überladen. Aber das war ja... komisch. Also es war abzusehen, dass er ein Bösewicht ist und so weiter. Und den Würfel haben wir auch schon mal gesehen auf einem der Bilder. Aber ich habe ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Das ist ja eigentlich nur so ein 2x2 Meter Würfel, der eigentlich nur sich hin und her bewegen kann. Er macht keine Zauber, der macht gar nichts. Was er halt nur vielleicht macht, ist Gegner spawnen. Sah jedenfalls so aus. Und er hat keinen Schaden bekommen. Das irritiert mich jetzt auch ein wenig. Also, stimmt, oben ist ja noch alles sicher. Also wir müssen nur diesen Fusionsdingens da reinschieben. Das da. Und zwar hier rein. Also ich nehme die anderen beiden mal kurz mit. Und oh. Wir nehmen... Oh, hier ist alles so eine Weichei und so. Und gucken wir auf den anderen Seiten, ob wir da noch irgendwas... Ne, da haben wir schon was reingesteckt. Hier haben wir auch schon was reingesteckt. Ne, dann fehlt echt nur das Fusionsding. Schade. Ich dachte, ich könnte noch irgendwie schummeln und irgendwas anderes noch irgendwo reinstecken, um ihn dadurch kaputt zu machen. Oder zumindest zu schädigen. Aber dem scheint nicht so. Also, abspeichern. LP, das Ende, Ausrufezeichen. Obwohl es gar nicht das Ende sein kann, wenn wir waren in Ebene 12. 13 sind wir runtergesprungen. Hier sind noch Türen, die wir nicht aufgemacht haben. Und in Ebene 11 ist bestimmt hier auch noch irgendwas. Vielleicht ist er ja nur ein Teil von der Maschine. Gucken wir mal. Also, mein Plan. Feuersachen vorbereiten. Blitz vorbereiten. Wenn jetzt die Feuerelementare herkommen, frieren wir die ein. Probieren wir auf jeden Fall mal. Und sonst versuchen wir den kleinen Kram erstmal umzubringen. Denn anscheinend kriegt der Würfel keinen Schaden. Das heißt, wir bringen den ganzen Gegner um, laufen panisch durch die Gegend und dann gucken wir hier rein. Weil hier sind ja auch Tore aufgegangen. Und dann schauen wir mal. Also, klick. Alles dreht sich. Ja, böses Endgegnerlachen. So, Würfel kommt. Schade, da kann man noch nichts manipulieren. Sonst wäre meine Idee gewesen, wir locken ihn einfach wieder genau in die Mitte. Und sperren ihn da ein. Also da, wo er hergekommen ist.
Aber das scheint nicht zu gehen. Und man kann Feuerelementare einfrieren. Das ist auch geil. Wir können keinen Schaden machen. Jedenfalls nicht aus. So, nicht vergessen, auch Heiltränke nebenbei zu trinken, sonst kippen wir unsere Magier gleich um. So, Feuerball, Feuerball. Da kommt der böse Würfel. Können wir den Würfel dazu bringen, runter zu stolpern? Da kommt er. Ja, das ist schon mal Zauber vorbereiten für die anderen Gegner. Dich frieren wir ein. Oder lassen wir vom Würfel niedermalmen. Das ist auch eine gute Taktik. So, ich wollte eigentlich testen, ob du irgendwie runterfallen kannst. Das heißt, du kommst jetzt einfach mal hinter uns her und nimmst den kürzesten Weg. Nein, tust du nicht. Können wir nicht einfrieren? Nein, können wir nicht. Deine schwächlichen Messer und magischen Tricks können mich nicht verletzen. Ja, das haben wir auch gemerkt, Klugscheiße. So, dich frieren wir ein. Oh. Ich sagte, dich frieren wir ein. Oh. Dann blitzen wir dich, blitzen wir dich und bist tot. Schön, wir haben einen riesigen Würfel hinter uns herlaufen, der alles platt macht. Und wir können uns nicht verstecken und wir können ihn nicht umbringen. Und so weit waren wir vorhin eigentlich auch schon. Teleporter. Können wir ihn einen Teleporter blocken? Nein. Können wir ihn irgendwo runterfallen lassen? Nein. Das war knapp. Und es scheinen wirklich unendlich viele Gegner zu kommen. Außer jetzt kommen keine mehr. Da ist eine Druckplatte. Ich habe nur keine Ahnung, was sie macht. Aber es ist eine da, also legen wir was rauf. Und die wird nur von Lebewesen. Oh oh. Ich hätte die Eisbomben nicht verschwenden sollen. Man kann die Druckplatte nur drücken, wenn man selber draufsteht. Heiltrank. Mein Plan wäre es gewesen, irgendeinen Gegner darauf einzufrieren, also in der Mitte. Aber da kommen wir nicht hin. Also, wir kommen zwar hin, aber wir haben nichts zum Einfrieren. So, wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Klick. Kann auch sein, dass durch den Knopfdruck einfach nur Sachen spawnen. Türen gehen immer noch nicht auf. Vielleicht wenn das Ding hier direkt neben dem oder irgendwelche Sachen rausziehen. Nee, man kann nicht damit interagieren. Ich wollte gerade dieses Erz rausklicken. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Na gut, lassen wir uns einmal platt machen. Und frieren jetzt gleich einen Gegner da auf der mittleren Plattform ein und gucken, was das genau bewirkt. Also irgendwo geht vielleicht eine Tür auf. Von den dreien, obwohl das nicht anzunehmen ist, denn die haben alle ein Schlüsselloch. Wo könnte noch was passieren? Oder wo könnten wir den Würfel hinlocken? Hier ist so eine komische Nische, aber... Wir könnten einfach vor den Würfel weglaufen. In die nächste Etage, aber... Da werden wir ja auch dann irgendwas machen müssen. Und hier ist auch ein Schlüsselloch. Na gut. Wir machen das gleiche wie eben. Drücken wir diesen Fusionator da rein. Versuchen diesmal den Gegner damit einzufrieren und gucken, ob irgendwo irgendwas aufgeht.
Und eigentlich müsste er jetzt ja schon die Druckplatte drücken. Oh. Stimmt. Er drückt die ganze Zeit die Druckplatte. Und dadurch, dass er jetzt runtergeht, passiert irgendwas. Das heißt, eigentlich müssen wir die Druckplatte gar nicht drücken. Wir müssen nur das finden, was sich dadurch öffnet, dass er seinen Platz verlässt. Ich klappe mal alle Türen ab. So, sind soweit alle zu. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Oh. Okay. War der Teleporter schon vorher da? Ich weiß es nicht. Die Gruft der Designer. Ja. Sehr schön. Irgendwas auf die Druckplatte hier. So. Das Gift geht auch nicht weg, ja? Ich sehe hier keinen Schaden. Doch, jetzt geht's weg. Die Druckplatte macht also nur Gift. Nein, sehe ich hier wieder. Ah, doch, da ist einer. Blind klicken. Na komm, geh weg, blödes Gift. Hier ist kein dritter, vierter Knopf. Aber wir haben jetzt zwei auf der anderen Seite. Einen hier. Heiltränke haben wir noch. Gut, gut. Oh, er hat ganz viele. Und er hat als erster gestorben. Ja, Ironie. So, also die... Hey, warum sieht man die Lebenspunkte nicht? Die beiden haben wir gedrückt. Sind nur drei Knöpfe. Das ist jetzt komisch. Was in der Mitte? Noch mehr Heiltränke, jo. Er kann ruhig verrecken. Warum kriegt er keinen Schaden? Also hier sind auch keine Knöpfe. Also das ist eine richtige Kombination aus den drei Knöpfen. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Extrem wild rumdrücken. Ah. Schön. Die Gruppe ist zwar fast ganz tot, aber wir sind durch. Ja, ich dachte, da wäre ein blauer Kristall. Und zwei verschnörkelte Dingensbummens. Nur fein. Also dieser Würfel tobt da jetzt rum. Das ist ja ganz schön für ihn. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich zu dem Event dazugehört oder nicht. Also ob der Teleporter vorher schon da war oder nicht. Und hier geht's wieder zurück. Ich mache jetzt einfach einen Cut. Nach dem Cut laden wir den Speicherstand nochmal. Diesen Endspeicherstand. Und gucken, ob der Teleporter vorher schon da ist. Und wenn er da ist, dann gehen wir zuerst dahin und befreien dann diesen wütenden Würfel. So. So, brauche ich ja gar nicht abspeichern. Also ich kann jetzt schon mal laden. LP das Ende. So, und jetzt mache ich einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.